Nach 7 Jahren könnte man glauben, es gibt nichts Neues mehr. Es gibt gleichzeitig bei uns immer was Neues. Jedes Jahr entwickelt sich anders. Heuer haben wir noch die Herbst-Challenge, wie schon öfter erwähnt, vor. Sandra, ich würde dich gerne nochmal auf die Bühne bitten, dass du uns ungefähr einen Überblick gibst. Was dürfen wir denn noch erwarten? Ja, bei uns geht es weiter. Also bekanntlich ist im Sommer immer ein bisschen ruhiger, da sind dann die Leute auf Urlaub und es ist so on und off gibt es halt dann kleine Meetings in Kleingruppen. Und dann im Herbst geht es aber dann wieder richtig los, dann starten wir wieder durch. Dann haben wir einige Partner-Events, da werde ich dann gleich den Daniel Pressel, der im Meeting ist, aufrufen, dass er kurz was sagt zu zwei Events, weil die zweiten Vertreter sind nicht da und sie machen das gemeinsam, da komme ich gleich dazu. Bei uns läuft dann das Programm auf jeden Fall durch bis zum 20. Oktober. Wir haben da unseren üblichen Best of Industry Meets Makers Event, wo wir alle, also quasi Projekte, die wollen, vorstellen. Und also die Menschen hinter den Projekten, die da wollen, vorstellen lassen, wenn sie möchten. Dann wird da der IMI verliehen, unser Award. Und ihr seid auch alle herzlich eingeladen. Also wer von den Teams hier vom Bootcamp dann auch dorthin kommen möchte, um zu präsentieren, ist herzlich eingeladen. Das wird wahrscheinlich um 17:30 Uhr sein im Impact Hub in Wien. Man kann sich auch dort wieder virtuell dazuschalten, natürlich. Es wird wieder hybride Lösungen werden, weil wir nicht wissen, was sein wird bis dorthin. Und es wird im Rahmen von den Digital Days stattfinden. Das ist auch schon historisch gewachsen. Das ist eine Netzwerkorganisation Digital City Wien in Wien, die sich darum kümmert, den Digitalstandort zu pushen, und die machen einmal im Jahr einen großen Event, und da sind wir immer am Abend dabei mit unserem Best-of. Tom wird wieder moderieren, haben wir schon besprochen. Ja, und eben im Herbst Hiermit gibt's, offiziell. ja, genau. Und im Herbst gibt's halt alle möglichen Partner-Events. Zwei davon wird jetzt der Daniel Pressel kurz vorstellen. Da sind wir auch als Industry Meets Makers vertreten. Die werden dann in der Steiermark sein dieses Mal. Daniel, bist du da? Hörst du uns? Magst du die kurz reinklinken? Ja, vielen Dank. Heute gerade aus dem Auto. Ich hoffe, ihr hört es mir gut und seht es mir auch. Funktioniert gut, ja? Ja, prima, danke. Danke fürs Dabeisein. Danke noch für die letzten Minuten, dass ich da ein bisschen euch noch was erzählen darf zu unseren EAT Health Innovation Days und auch zum Kala Camp und zum Kala Hackathon. Freut uns ganz besonders heuer mit euch zu partnern. Und ja, Industry Meets Makers ist eine tolle Organisation und ein toller Event jedes Jahr. Und jetzt während der Autofahrt habe ich auch die Chance gehabt, euch eine Stunde zuzuschauen. Und es ist immer wieder unglaublich, was da für tolle Ideen entstehen von unterschiedlichsten Personen, unterschiedlichster Ausbildung. Und ja, ihr seid alle Maker und ihr habt jetzt auch schon tolle Teams gegründet. Und deswegen möchte ich euch ganz herzlich zu unseren Innovation Days einladen, die heuer vom 19. September bis 29. September stattfinden, in Kooperation, wie gesagt, mit Industry Meets Makers und dem Kala Camp. Und was ihr dort machen könnt, ist tolle Technologien, ja, und zwar heuer in der Photonik, also in der Lichttechnologie, mit Aufgabenstellungen aus der Umwelttechnologie zu kombinieren. Und heuer, also jetzt gerade in dieser Stunde, ist ja einige Male schon das Wort Nachhaltigkeit und Technologie gefallen. Und wir versuchen das eigentlich heuer entlang dieser Challenge, entlang diesen 10 Tagen zu kombinieren. Also auf der einen Seite, und so funktionieren die Innovation Days immer, versuchen wir ein Gefühl zu kriegen von Experten aus der Industrie, was wirklich gebraucht wird, was das Thema Umwelttechnologien betrifft. Und da sind ja auch heute jetzt schon in der Stunde einige Expertennamen gefallen, wo es auch schon Initiativen in Österreich gibt, wo zum Beispiel Technologie dafür genutzt werden kann, um zum Beispiel die Landwirtschaft nachhaltiger zu gestalten und zu machen. Und gleichzeitig, also neben der Präsentation dieser Nachfrage aus dem Markt heraus und den entsprechenden Experten, die euch tolle Sessions geben werden und wo ihr euch wirklich toll vernetzen könnt, zeigen wir euch den kompletten Technologiepart. Also man braucht da überhaupt keine Vorausbildung in Richtung photonische Technologien oder Sensoren und Lichttechnologie, sondern das kriegt ihr alles gezeigt, kriegt auch einen Ausblick gezeigt, wie sich dieser Markt und diese Technologien in den nächsten 5 Jahren weiterentwickeln. Und dann matchen wir das Ganze. Und das sind dann wirklich die tollen Tools, die ihr entlang der iDays erhaltet und quasi dann auch später in eurer Karriere super anwenden könnt. Also wie man aus einer Idee wirklich dann auch ein Produkt schafft und quasi, und darauf werdet ihr dann auch bewertet, entlang einer Jury-Sitzung und einem Pitch-Event, wo wir auch in einer gelockerten Atmosphäre viel Spaß haben und begeistert sind, was da für Ideen entstehen. Also quasi, wie man wirklich eine Idee so weit bringt, dass man sie dann zum Beispiel auch einer Investorenrunde präsentieren könnte.
um dann wirklich auch das Geld dafür zu erhalten, um so eine Idee wirklich in ein Produkt und ein Unternehmen und so weiter und mit den entsprechenden Partnern umzuwandeln. Also da lernst du wirklich tolle Tools. Das Scala Camp noch dazu, also die iDays sind jedes Jahr bisher, also wir organisieren die Wildgruppe, organisiert das jetzt schon zum dritten Jahr in Österreich und immer virtuell und so wie es heuer auch und ich glaube in den letzten Jahren auch schon positiv bemerkt habt, es ist toll, aus wie vielen Ecken man sich da dann zuschalten kann zu so einem Event und dann eigentlich noch viel mehr Teilnehmer an so etwas teilnehmen können. Daher sind auch unsere Ideas heuer virtuell, aber wir möchten uns ein bisschen hybrid auch gestalten und der Kala Hackathon, der wird 3 Tage lang entlang der Ideas stattfinden, wo ihr dann wirklich auch, so wie hier auch bei Industry Meets Makers, an Prototypen arbeiten könnt mit photonischen Technologien, Hardware. Was dann natürlich immer ein tolles Feature ist, wenn man das dann gleichzeitig mit seiner Präsentation, seiner Business-Präsentation präsentieren kann, wenn man auch bereits so einen Prototyp entwickelt hat. Noch dazu, wenn also der Kala Hackathon wird an der KfU Graz stattfinden. Wenn ihr nicht in Graz seid, da gibt es einen Travel Grant, den das Kala Camp zur Verfügung stellt. Ich würde vielleicht dann die Sandra bitten, dass sie vielleicht noch schnell vielleicht unseren Event in den Chat stellt, den Link vielleicht. Dort könnt ihr uns dann kontaktieren, um diesen Travel Grant ansuchen. Das ist sehr einfach. Dann kriegt ihr quasi die Reisekosten und die Unterkunft in Graz während des Hackathons gezahlt. Also eine Riesenchance. Und wenn ihr dann zum Beispiel auch noch Zeit findet, vielleicht ET Health zu googeln, ihr kriegt da wirklich Zugang zu einem unglaublich tollen europaweiten Netzwerk, wo dieser iDays-Event noch dazu 30 Mal pro Jahr stattfindet. Das ist nicht nur in Österreich, sondern es findet in ganz Europa zur gleichen Zeit statt. 2000 Studierende nehmen da jedes Jahr teil. Und ihr kriegt wirklich neben den Tools, die ich euch beschrieben habe, eine tolle Chance, euch europaweit zu vernetzen mit tollen Unternehmen in der Gesundheitsbranche, große zu nennen, Siemens Healthineers, Medtronic, also wirklich die Großen sind da mit dabei, aber auch Krankenhäuser, Versicherer, alles, was das Gesundheitswesen in Europa betrifft. Und wie schon gesagt, heuer verknüpfen wir das mit Umwelttechnologien, da die Umwelt ja stark unsere Gesundheit beeinflusst. Und heuer jetzt in der einen Stunde bei Industry Meets Makers sind sogar schon Umweltthemen und Challenges dabei, also die IoT-Dinge zum Beispiel, könnte man direkt weiterarbeiten daran in den iDays und ihr seid jetzt schon zusammengeschweißte Teams, also für euch vielleicht sogar aufgelegt, da bei den iDays dann im September mitzumachen. Also ich lade euch herzlich ein, da dabei zu sein, lasst die Chance nicht aus, europäischer Event, super Sache für euch und vielleicht über den Link gleich mal reinschauen, wenn die Sandra das vielleicht noch online stellen könnte, in den Chat oder im Nachhinein. Machen wir auf jeden Fall sehr danke gerne. Sehr gerne. Vielleicht noch, um den Partner auch zu nennen, Photonics Austria ist eben auch dabei und ist eben auch Hauptveranstalter mit euch gemeinsam vom Kala Hackathon dann. Genau, ja, und wir teilen gerne einen Link. Wir werden das dann auch mit promoten natürlich, dass alle, die Lust haben mitzumachen aus der Community, sich da einklinken können und das dann auch wissen. Ja, und ansonsten möchte ich jetzt abschließend, du hast es eh schon anmoderiert, sagen, wir werden jetzt die Breakout-Sessions einfach aufmachen. Also alle, die sich noch einmal austauschen wollen, virtuell oder wie auch immer, können das da gerne noch tun. Wir werden uns dann um 3 Uhr noch einmal auf der Mainstage treffen und kurz schauen, ob jemand was braucht, ob irgendwie was offen ist und dann einfach unseren Event sozusagen schließen. Das Community-Tool, also communityindustrymitsmakers.com bleibt offen bis zum, also eh durchgehend bis zum nächsten Jahr. Also ihr könnt sich jederzeit vernetzen, die Leute one-to-one anschreiben oder in Gruppenchats. Oder wenn ihr euch nicht findet und einfach dort nicht einloggen wollt, dann könnt ihr immer mir eine E-Mail schreiben. Ich habe die Kontakte von eigentlich eh allen. Sandra@industrymitsmakers.com, meine Handynummer findet ihr ja in jedem Mailing und auch auf der Website. Also könnt ihr jederzeit informell anrufen, wenn was ist und ihr euch nicht findet und dann einen Kontakt braucht. Ja, danke schön. Danke, Sandra. Damit hast du mir das Schlusswort sozusagen aus dem Mund genommen. Bleibt mir noch einmal zusammenfassend zu sagen, was ihr euch vielleicht jetzt notieren könnt, wie ihr gehört habt, in dem kurzen Einstieg aus dem Auto. Wir steigen mittlerweile von überall aus ein in das Format. Innovation Days, ich glaube, es war der 19. bis 29. September, aber verlasst euch nicht auf das, was ich sage, sondern auf das, was ihr online findet. Die Sandra postet das jetzt noch. Wir werden auch im Community-Chat-Tool sharen. Die nächsten Termine oder der nächste Termin aus Industry Meets Makers Sicht ist der 20. Oktober im Impact Hub in Wien. Das Programm wird online zur Verfügung stehen.
industry-meets-makers.com, sobald es eine gewisse Form annimmt. Wir sind dort wieder eingebettet in die Digital Days der Stadt Wien. Und ansonsten bleibt mir nur mehr Danke zu sagen an das Haus, an die Spaces draußen, die online dabei waren. Es war wieder eine neue Erfahrung, mit so viel Interaktivität hybrid zu arbeiten. Besonderer Dank an der Stelle noch einmal an die Helene Sorg, die das alles technisch möglich gemacht hat, dass das funktioniert. Rückkoppelungsfrei aus diesem Saal. Das ist eine Leistung, sage ich dazu. Und wir sehen uns hoffentlich alle am 20. Oktober im Impact Hub in Wien. Digital Days, Industry Meets Makers, Best of. Vielen Dank. Habt's noch eine angenehme Zeit.